Yo, meine Kartoffelfreunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Battle, zu der finalen Folge gegen euren Overlord Domse. Mit dabei habe ich einen etwas toteren Gast. Etwas toteren Gast? Den Topra. Stimme aus dem Jens. Ja, der Topra. Und er nimmt selber auf. Es ist so, guck mal, da oben ist er, der gute alte Topra, der, ja, du hast das Fläschchen in der Hand. So, jetzt bin ich weg. Ja. Wir haben uns dazu entschieden, Alex. Warte, hier komme ich nicht rüber. Alex zuschauen zu lassen, weil es ist ja gemein, irgendwelche auszuschließen. Das macht man ja nicht. Ne? Man schließt ja auch keine Menschen in der Schule aus. Also eigentlich die Sache ist ja die, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr aufnehmen sollte. Aber wir haben gesagt, da das jetzt eh wahrscheinlich die letzte finale Folge wird, dass ich einfach spectate. Muss natürlich darauf achten, dass ich nicht ghoste oder ähnliches, was ich wahrscheinlich nicht machen werde. Weil das auch unfair ist. Ja, das sieht man im Endeffekt auch in der Folge. Da kann man alles, also kann man ja alles nachvollziehen. Deswegen denke ich nicht, dass da irgendwas passieren wird. Alex ist ja auch bis jetzt immer ein fairer Spieler gewesen. Ja, und Spieler sieht er sowieso nie, bis auf das eine Mal, aber das war eine Ausnahme. Was meinst du? Da, wo ich Domse und Fix vor dir entdeckt habe. Ach so, ja, aber das war auch sehr gut. Ja, aber das war auch das einzige Mal. Ja, also ich weiß nur, dass Domse und Fix sehr wenig Munition haben. Weil die Waffen, die ich von denen aufgehoben habe, haben einfach mal gar nichts mehr gehabt. Nichts. Mhm. Und lol, ich habe Piat-Ammo. Ich könnte mir eine Piat machen. Ein Motto. Ja, ich habe kein Eisen, Digga. Das haben die hast du wahrscheinlich von Domse, weil das haben die bei ihm in den Kommentaren geschrieben gehabt. Das Problem ist, dass Dingens... Ich darf ja die Folgen jetzt gucken, aber ich werde natürlich Marcel nicht spoilern. Das einzige Ding ist nur, dass... ich weiß nicht, wie viel die in der Kiste haben oder so. Die haben bestimmt noch Backup-Waffen. Ich habe auch noch ein kleines Problem, weil ich ja bestimmt nicht genug Eisen habe, um mir jetzt schnell eine Waffe zu craften. Wir haben ja letztes Mal wirklich so versucht, das auch effizient wie möglich zu nutzen. Mhm. Und ja, einmal ganz kurz zu dem, du hast Fix gesehen, Vorfall. Das war ja richtig mies, ey. Das war so peinlich. Der war so 2 Meter neben dir. Okay, schon ja. Ein bisschen weiter weg. Aber das stand zwischen den Mobs und hat halt wirklich auch nach rechts geguckt und so. Ich dachte so, oh Scheiße. Ja, normalerweise siehst du sowas, aber gut. Ich ja, aber ich war halt in dem Moment, habe ich mich halt so gefreut, dass wir gewonnen hatten den Kampf, weißt du, dass ich dann einfach gesagt habe, ey, du willst jetzt nur noch zur Base. Ja, den Kampf. Ah, gut, okay. Ja. Ich habe übrigens bei Fix und Domse ja geguckt, ne? Ja. Domse hat dich getötet, danach hat er mich getötet. Mhm. Und dann Fix schon so, ja, wir haben gewonnen, geil. Mm. Und dann so kurz darauf, und er schlägt mich. Ah, verdammt, der darf ja nochmal spawnen. Ja, Domse hatte so Paranoia vor mir dann. Ich kann nicht raggen, ich kann nicht essen. Er tötet mich. Ja, aber du hast dich gut geschlagen. Ich glaube, hättest du 2 Hits oder so mehr gemacht, dann... Hättest du ihn bestimmt gekriegt. Er hatte nicht mehr viel, er hatte glaube ich noch 3 Herzen. Wie viel hatte er, als ich ihn geschlagen habe? Ich glaube, hätte ich die Pilzsuppe nicht gegessen, hätte ich ihn gekriegt, oder? Ja, hast du die während dem Kampf gegessen, oder was? Ja, ich dachte, damit ragge ich mich schnell. Ja, okay. Gut, bei mir war es auch so, also, war das beim ersten Mal oder beim zweiten Mal? Ich glaube, beim zweiten Mal, wo er weggerannt ist, dann komplett. Mhm. Da hatte er, glaube ich, auch noch 3 Herzen oder so. Ah, ja, aber durch die Speed Potion, die er genommen hatte, ne? War halt einfach schneller als er. Ja, aber er ist ja kurzzeitig. Oh! Oh, ich hab 4 Enderperlen. Auf einmal war hier ein Enderman vor mir, Alter. Scheiß die fickte Henne. Was wollte ich sagen? Ja, da hat er kurz angefangen zu essen. Und da. Oh! Oh mein Gott! Ich hab noch 3x MP44 Ammos! Stimmt! Wir haben noch Backup! Jetzt verschieben die Panzer. Oh, stehen den Arschrahmen. Aber ich habe kein Eisen mehr. Man kann keine Rüstung irgendwie kaputt machen, oder? Nee, ich glaube nicht. Das wäre auch ein bisschen dumm, wenn du jetzt Rüstung kaputt machst. Habe ich noch einen Panzerfaustschuss? Ah, fuck, die ist nicht nachgeladen. Okay, ich habe noch. Gucken wir uns da hinten mal was an. Okay. Ist ja auch schwebender Block in der Luft. Okay. Ist immer schön, gell? Oh, ich habe mein Dierschwert gedroppt. Darf ich alles einsammeln? Okay. Dierschwert brauchst du, ja. Das brauchst du. K98 hast du noch hier, die MP44, die ganzen Stück kannst du auch wegschmeißen. Die können auch weg. Kann ich eigentlich außerhalb des Bordes? Ich hab 20 Gunpowder, Junge. Warte, ich werde kurz. Ohne Eisen bringt dir das halt nicht viel. Geh nochmal eine Folge farmen.
Ja, nee. Ja, was ich sagen wollte, und zwar, also Domse war ja da kurz vor mir und dann hat er ja essen müssen, weil er sonst nicht gerackt hätte. Und genau in dem Moment oder kurz danach habe ich auch gegessen, weil ich dachte, gut, ich sollte vielleicht auch raggen. Aber ich glaube, wenn ich da auf ihn drauf wäre, dann, ja. Ah, wie ungünstig. Dann hätte ich ihn vielleicht bekommen, aber. Ich frag mich, wie viel Eisen ich dafür bräuchte. Wofür? Warum packe ich eigentlich mein Inventar aus? Ja. Ich hab nicht Bock, nochmal Pilzsuppen zu machen. Halt die Fresse. Gut, ich wusste es ja auch nicht, also von daher. Ich hab dir vertraut. Ich hab keine Strings, sonst könnte ich mir noch andere Sachen machen. Aber ein Lava-Eimer. Ich hab jetzt noch 3 MP44-Magazine, das ist sehr gut. Ja, aber ja, eine MP44 hast du ja auch, ne? Oder ja, 3 Stück. Nimm alle 3 mit. Lad aber alle 3 voll. Ich würde gerne mit der Panzerfaust schießen, damit würde ich mich echt sicher fühlen. Digga, mach das. Ich habe keine. Nimm die 3 mit und lad die 3 in jeweils eine von den Waffen. Da musst du nicht so ewig nachladen, sondern nur die Waffe wechseln. Ey, dass ich dich mal gebrauchen könnte. Glaubt man gar nicht, gell? Aber ich glaube, das bringt nicht viel. Also, dann müsste ich mein Schnellinventar ja komplett mit den Fingern voll machen. Ja, und? Was brauchst du denn sonst noch da drin? Essen? Dein Feuerzeug, Schwert? Enderperlen. Ja, das macht doch nicht alles voll. Das sind 4-5 Sachen. Und wie viel hat's? 2, 4, 6. Goldapfel hätte ich gern auch noch. Ja, 20 Gunpowder, aber kein Eisen! Weißt du, wie mich das gerade aufregt? Also ich könnte jetzt unfair sein, weil ich bin ja jetzt. Game Mode? Game Mode, also ich könnte ja so ein paar Eisenblöcke. Warte, haben wir noch Diamanten gehabt? Ich habe 4 Diamanten. Ich könnte mir Dia-Schuhe machen. Ja, mach doch. Kannst du verzaubern? Mega. Ja, doch. Hasch Level. 2 sogar. 3? 2. 2, okay. Mhm. Ja, muss ja gucken, dass es nur ein Level verbraucht, ne? Also jetzt könnte ich 90 Schuss durchballern. Protection. Eigentlich ist die Aufnahme von mir so sinnlos, weil ich hier gerade nur um diesen Berg rumfliege. Ja, aber du kannst da was zu dem Fight erzählen und so, das ist ja kein Ding. Ja, schon klar. So, das nee, brauche ich. Das an der Stelle würde ich das machen, das jeweils in eine von den Waffen. Habe ich schon. Ja, okay. Ja, weil, wie gesagt, es dauert ja nicht ewig, aber es vergeht halt schon ein bisschen Zeit, bis du nachgeladen hast. Ja. Und so müsstest du halt nur im Schnellinventar, zack, drauf, bam, geht's weiter mit dem Ballern. Mhm. Einfälle, ne? Du hast derbe gute Einfälle. Ja, derbe gut. Also so gut sind die auch nicht. Immer. Ich guck mal, wie lange die noch brauchen. Solange versuche ich mich hier nochmal in den Berg zu graben und vielleicht irgendwie ein bisschen Eisen für eine Bazooka zu finden. Eine halbe Mücke. Halbes Mühe. Muckeschiss. Strip-Mining ist verboten. Strip-Mining ist nicht mehr verboten. Ich bin allein, ich darf das. Das war nur für die Folge, Alter. Ja, ich strip-mine ja nicht. Ich suche ja nur eine Höhle. Ja. Also wer definitiv Strip-Mining betrieben hat, waren Maxle und Tom. Ja. Aber ich glaube, Bomse hat auch gesagt, denen hat das auch erlaubt. Also irgendwann war es denen erlaubt. Also als sie das zweite Mal gestorben sind, hat er es ihnen erlaubt, richtig. Ja. Ja, weil also ich hab mal so ein paar Folgen angeguckt. Und da, wo sie den killen, das habe ich mir auch noch angeguckt. Da sagen sie es. Ja, stimmt, da jagen sie, glaube ich, Tom war es. Genau. Und da sagen sie dann, oh, hat der Strip-Mining gemacht. Ja. Und dann hat Domse gesagt, ah nee, wir haben es ihm ja erlaubt. Ja. Digga, das ist so nervig hier mit dem. Das war so geil, ich konnte ja gestern so die Folgen angucken. Das war voll nice. Ja, hattest du nichts zu tun, anderes zu tun an einem Samstagabend? Oh, du tust mir leid, Alex. Nee, ich war bei einem Kumpel auf dem Geburtstag. Ja. Oh ja, wie war's denn? Ja, war chillig, ne? War ein ruhiger Geburtstag. Ich war die ganze Zeit bei meiner Alten. Okay. Ja, nee, der hatte nicht so Bock wirklich auf Party machen, dann hat er halt mich und noch einen Kumpel eingeladen. Da sind wir in so eine Billardbar. Oh, das ist ja auch recht entspannt. Ja, ich war Fahrer. ich bin auch jahrelang gefahren, also. Ja, war jetzt nicht schlimm. Eine Freundin von mir hat dann so geschrieben, oh, ich trinke am Wochenende nie. Ich fahre am Wochenende nie. Ich so, ja, ich eigentlich auch nicht, aber muss halt, ne? Weil von Mann! Hat keiner ein Auto. Wow. Ja. Mal machen, ne? Oh, dieser Berg ist so toll. Ich glaube, ich fliege mal in die andere Richtung. LOL! Ah, jetzt geht's. Ich höre halt Wasser und so. Okay.
Okay. Also es könnte auch sein, dass diese Folge eine XXL-Folge wird. Ja, das wollte ich auch schon eben sagen, dann hast du mich aber unterbrochen gehabt, du Arschloch. Ja. Ich bin halt ein richtiger Wichser. Ja, das ist, liegt dir im Blut, mein Freund. So, was können wir noch machen, ne? Komm, fliegen wir doch mal hier hoch. Ja, kannst du mal, geh doch, fahr dazu doch mal die anderen zu suchen und guck doch mal, was die so machen. Dann können die Leute das auch mal sehen. Da musst du nicht viel dazu sagen, weißt du? Ja. Okay, ich flieg mal zu dem. Soll ich mich mal zu dem porten? Oh! Nee. Oh, ich bin runtergefallen. Pass auf, ey, nicht sterben, boah. Wir haben noch Backups. So, hier ist ein Dorf. Digga! Ich hab keine Faxen jetzt. Der Creeper hat mich gerade explodiert. Du musst es nach Hause holen, das Ding. Oh, ein Emerald, noch mehr Gold. Soll ich einen OP-Gold machen? Ich hab richtig viel Gold. Also ich hab derbe viel Gold, ne? Echt? Ja, ich hab hier sind zwei Emeralds, Alter. Drei! Junge! Es müsste jetzt wahrscheinlich voll laggen eigentlich. Bei dir? Nee, nicht bei mir, bei den anderen. Weil ich jetzt gerade übel aufbauen muss. Weil ich habe ja immer noch Render Distance auf 20. Das heißt, der baut ja übel viel auf. Oh. Ja, juckt nicht. Wenn ich so hoch schwebe. Was? Juckt nicht. Ja, merkst du nichts daraus? Nö. War das hier? Nee, gell? Oh, wo waren die denn ihre Cut Base, Alter? Das ist mir doch angeguckt. Das war auf jeden Fall auch irgendein Villager-Dorf, soweit ich weiß. Hier? Ja, das war das Villager-Dorf, wo wir vorbeigegangen sind. Das ist gar nicht mal so weit von uns. Oder von mir. Ja, von Homer ist nicht so weit. Ja, da müsste es ja das hier sein. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es bei einem Villager-Dorf war. Das welches, habe ich keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall der Boden offen. Ich habe jetzt 21 Eisen. Ein Block? Das ist jetzt voll affig hier. Du bist affig? Ja, das wusste ich schon vorher. Nee, dass du hier so rumfliegst und Leute suchst. Das ist doch witzig. Ja. Ja, so, ich hab mehr als genug Eisen. Ach, okay, da kannst du ein Spiel. Weißt du noch, wie viel sowas kostet? Wie viel hat so ein Block gekostet? Was für ein Block? Wie viel hat Munition für die Raketenwerfer gekostet? Boah, keine Ahnung. Du fragst mich Sachen, ey. Vielleicht sind die auf ihrer Plattform. Ja, das könnte sein. Vielleicht war da oben noch was ich gar nicht gesehen habe oder so. Das ist natürlich möglich. Du bist aber nicht hochgegangen, oder? Doch, ich war oben. Echt? Ja. Ich bin direkt hochgelaufen, weil ich dachte, das wäre deren Base. Dann habe ich das irgendwie übersehen. Oder bin ich da nicht hochgelaufen? Ich glaube, ich bin da hochgelaufen. So. Ja gut, was halt auch gut ist, wenn ich jetzt hier so rumfliege, denn wenn du jetzt gleich anfängst, wieder rumzulaufen, kann ich dich nicht spoilern aus Versehen, weißt du? Ja, nur ich habe gerade vergessen, dass ich alle meine Blöcke gedroppt habe. Okay. Ich muss jetzt nochmal ein paar Blöcke farmen, damit ich hier wieder hochkomme in mein Loch. So. Was war denn das? Also warte mal, die Richtung war auch sowas. Ah, hier. Das hier? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Nee, dieses Villager-Dorf kann es nicht gewesen sein. So, ich flieg mal weiter nach da. Es ist so schwer, auf diesem Handy zu schreiben mit einer Hand, ne? Ja, das ist besonders, so weil ich halt einfach die kleinsten Hände habe, die es gibt. Echt? Ja, ich habe so kleine Hände. Hast du das nicht bemerkt, als du hier warst? Ich habe jetzt nicht so auf deine Hände geachtet. Also ich habe so kleine Hände, aber so einen großen Schwanz. Lavasee. Der aussieht wie ein Herz. Süß. Oh, Screenshot. Nee, nicht Screenshot hier. Keine Screenshots. Gut, aber bis jetzt beschwert sich auch keiner wegen Lags, ne? Ja. Also, bei dir laggt nicht, oder? Nee, alles okay. Ich guck mal deine Ding an von allen. Wo ist? Ah, ich glaube da hinten ist. Da ist. Alter. Ich muss so viel wegschmeißen. Was Digga. Ja geil wäre, wenn du diese Unsichtbarkeitstränke aufeinander stapeln könntest. Weißt du, dass immer wenn du einen nimmst, das sich um 3 Minuten verlängert. Ach so, ja. Sehr nice. Ja, ich glaube, dieses Spiel ist schon. Du schaffst das schon, ich glaube an dich. Ja, ja. Ja, ich sehe es ja an den Blasen. Mehr oder weniger. An den Blasen. Also hier ist auf jeden Fall ein Villager drauf. Es könnte. Könnte ihre Base sein. Könnte. Hä, wo ist unsere Ach, da.
Weil das würde auch von der Entfernung her passen. So, Panzerfaust. Alter! Ich kann mir richtig viel Panzer auch aus Ammo machen. Mach. Genau. Mach ich auch, Digga. Ja. Alles, was anderes bleibt mir auch nicht übrig. Ich spiele gegen zwei Leute, Mann. Wie soll ich die denn sonst kriegen? Ja, schon. Aber drei Magazine sind... Als ob die jetzt nicht auch noch Farmen sind. Aber drei Magazine sind deutlich zu wenig. Vielleicht mache ich mir noch ein M44-Magazin. Mach dir noch für jede Waffe nochmal ein Backup. Das Ding ist, ich habe... Fire Hardware, was war das nochmal? Dass er hier... Achieve Smelt in Iron Ingot. Ah. Ja, die Farmen natürlich noch. Also ich habe 17, 6 und 5 macht 11, das macht 28 Eisen. Krass, das ist schon so, ordentlich. So, das heißt 5, 6, 7 Magazine könnte ich mir machen. Hm. Mach Weil ich mach 1, 2, 3, 1, 2... So, ich habe jetzt zweimal MP44-Ammo nochmal. Ich habe zwei Panzerfaust-Ammo. Ich habe zwei Panzerfaust-Ammo. So. Ein Feuerzeug brauche ich auch oder nehme ich lieber einen Lava-Eimer? Ne, ich habe doch drei Panzerfaust-Ammo. Ja, okay. Ist doch gut. Ja, ich überlege, ob ich vier draus mache. Ja. Ich fliege mal wieder zurück. Ja. Und generiere mal wieder schön Welt. Weg damit. Boah, das ist glaube ich schon witzig, dass jetzt wäre, wenn einer von denen sterben würde. Ja, Mann, aber ich hätte halt fix holen können, ne? Ja, es war schon heftig, aber gut. Du hattest einfach so Adrenalin in dir. Du hast einfach alles übersehen, dachtest, YOLO, komm. Mobs. Okay, ich mach mir noch einmal Panzerfaust-Ammo und zweimal MP44-Ammo. So, jetzt habe ich. Alter, jetzt bin ich richtig gut ausgerüstet. Von seinen Fähigkeiten her ist fix. Ja, so ein Mob, komm, lass mal leben. So. Ja, vor allem der Arsch, weißt du? Der sagt so, ja, du hast noch Lovely Potato gekillt. Und Topra ist nicht gut. Ja, das habe ich auch gehört. Aber es ist ja so, du bist nicht der beste PvPler. Aber du hast ihm richtig gut reingehauen, weil Dominik hat gedacht, er stirbt. Ich weiß. Er hatte auch nur noch drei Herzen. Ich überlege, ob ich mir auf dem Weg noch einen Bogen mache, falls mir die Muni ausgeht. Ja, aber wie gesagt, er hat ja halt das Dia-Schwert und das hat halt mehr Schaden gemacht. Ja, so, das kann raus. Warte, hier. Aber ich glaube, also er hat mich ja da noch einmal getroffen und ich glaube, wenn ich ihn auch noch einmal getroffen hätte, er wäre auch am Arsch gewesen. Ja, so. Nur der Boy. Ich versuche jetzt, ich glaube, ich mache mir noch eine Axt. Eine Axt? Ja, weil ich doch einen Goldwaffel haben will. Das weiß ja nicht, ob das Ghost ist, aber da kommen gerade Zombies. Ja, nö, das weiß ich. Das habe ich schon gesehen. Warte, ich mach mir noch eine Axt. Himmel. So, ich werde jetzt versuchen. Also ich schreib ihm mal, ich lauf rum. Oh, hier sind natürlich noch geil, hier sind noch Spinnen. Digga. Ich werde die Folge auch in keinster Weise schneiden oder so, damit ihr die komplette Was? Packung auf Warum? Die, weil ihr die, damit ihr die komplette Packung auf die Fresse kriegt, Mann. Boah, ihr musst doch schneiden, Digga. Nee, Digga. Du musst deinem Stil treu bleiben. Boah. Digga, wie viele Zombies sind hier denn? Oh, einige, weißt du, was mich am meisten aufregt sonntags? Mhm. Ach, warte. Ich muss... das Auto noch nachher zu meinen Eltern. Wie auch der Schnee dabei verschwindet. Ich muss das nachher noch das Auto zu meinen Eltern bringen. Echt? Ja, ich habe mir das ja ausgeliehen, weil ich halt weggefahren bin. Knapp. Hab ich dich aus den Augen verloren. Ach, der Tisch. Spini. Ja, das ist schon krass, hey, wenn du unter einem Baum stehst und ich so hoch bin, das Namensschild verschwindet fast. Oh, cool, ich kann mir einen Bogen machen, das ist natürlich auch super. Jo, dann mach mal. Ist hier sowas wie Explosionspfeile? Das sind brennende Pfeile, wenn du durch Lava schießt oder so. Ja, gut. Wow. Scheiß Enderman, Alter. Richtiger so. Kack. Boah. Und einen Bogen habe ich. So, den packe ich aber nicht ins Schnellinventar. Ich TP mich jetzt zu Domse. Sag dir die Koordinaten.
Nee. Nein, töte sie einfach, hat viel mehr Swag. Stimmt, ich kann sie auch schlagen, ja. Auch ja, wenn sie, ich. Sie dich aber nicht. Ja, doch schon, aber nur ich nehme halt keinen Schaden. Nee, sie treffen dich gar nicht. Also du kriegst keinen Knockback, gar nichts. Als ob du gar nicht halt da, als ob du halt gar nicht da bist. Es kann doch nicht sein, dass da kein. Stell dir vor. So ein Unsichtbarer schlägt die. Ja, nee, ich geh so hin, schlag die so und dann, wenn sie gestorben sind, regen sie sich auf und ich sag so, ja, sorry, mein Geist ist zurückgekommen und wollte blutige Rache nehmen. Ey, das kann doch nicht sein, dass es hier keine Äpfel gibt, Mann. Keine Äpfel? Da! Oh, oh, hol ihn dir, komm. Komm. Und jetzt mach den Goldapfel. Ja, Mann. Die pure Vergeltung kommt jetzt, Digga. Sieht alles so klein aus von hier oben. So, Alter, jetzt bin ich bereit für den Final Fight. Nö, ich bin ja draußen, ist ja alles richtig. Jetzt wirklich. Mir fällt gerade auf, ich habe da unten bei dem Dingens, bei dem Ausgang Höhle geschrieben. Ausgang. Ausgang? Ja. Also G-U-N. Nee, G-A-N. Achso. Ausgang wäre aber lustiger mit U, ne? Ja. So, Leute, Alter. Wenn du gerade im Wasser verschwunden bist. Ich bin undercover. Ey, ich hab mir, weißt du, was richtig cool aussah, als wir von diesem Turm gesprungen sind? Ja, von deren Perspektive? Kann ich ja, mir vorstellen. Ich fand, das sah richtig witzig aus. So episch so. Weißt du so? Amana! Amana! Amana, komm! Scheiß auf Hater, Hans ist da, die Menge schreit! Amana! Ich frag mich gestern so, ja, was hältst du von dem? Ich so, nicht viel. Naja, so fett wie der ist, müsstest du eigentlich viel von dem halten. Also nicht weil du fett bist, sondern weil er massiv ist, weißt du? Ja, weil du das schwer wäre zu stemmen. Ich hab schon verstanden. Achso, gut, ja, ich dachte, dass du das falsch verstehst und das als Anspielung auf dein Gewicht siehst. Okay. Warum? Du hast doch sein Gewicht beleidigt. Ja, okay, und der gut. Ist schon einiges fetter als ich. Lass kurze Pause, bitte. The fuck? Ja, gut, dann sehen wir uns nach dem Cut wieder, ne? Tüllö! Ja, tschüss. Yo, da sind wir wieder, meine Freunde. Und das war eine kleine kurze Pause, weil die Leute, die mir auf Twitter folgen, wissen, dass Domse eine kleine Pinkelpause gebraucht hat, weil seine Hände schwitzen. Ah, ja, ja. Ich weiß schon, wie der Titel lautet. Ich nenne... Domse pinkelt aus Händen. What's up? du hörst dich schon an wie Mr. Trashpack, Alter. Ja, das war ja auch so geplant gerade. Ne? Ach so. Ach, Mann! Ich verstehe sowas nie. Ja, heute bist du echt ein bisschen... Du denkst, ich bin dumm, bist aber selber. Hier geh doch nochmal der Nostalgie halber in unsere alte Base. Oh, traurige Musik. Oh. Dann bist du, geh wieder raus jetzt. Komm, warte mal. Weiter. Mir ist übrigens mal aufgefallen, dass da noch Rüstung drin war, gell? Ja, aber was willst du mit... Ja, gut, das stimmt. Da hätten wir eine 7 gespart. Ja, eine Brust. Ich hab's eine Eisenbrust. In der Folge gesagt, dass halt noch Rüstung drin ist. Ich hab halt nur das WW2-Zeug mitgenommen. Ach so, ja, hab ich wohl ausgeblendet. Ja, du hast gesagt, brauch ich nicht. Ey, das ist der Wall, den die gebaut haben, als wir gefightet haben. Oh, Alter, die waren ja richtig nah an unserer Base, Digga. Ja, aber die haben's nicht gecheckt und wir auch nicht. Und dann sind sie halt zum Berg gerannt und auf einmal... Ah! Ach, die wussten das? Ja, die waren schon eine Folge davor drin, das hat mir einer... Ah ja, stimmt. Nee, das weiß ich. Dass sie eine Folge vorher da waren. Alter, Alex. Mhm. Ich will das Ding für dich nach Hause holen, Mann. And I will always love you. Was? Wie Textänderung? Warum sagst du mir sowas nicht vorher? Ja, hast du das Manuskript nicht bekommen. Oh. Das Memo. Ach, du meinst auch das Skript, was wir auch für die Dingens benutzen? Für die... Ja, wir skripten ja alles hier, ist doch logisch. Ist das nicht das Dorf von denen? Nein. Oh, schade. Nee, das wär, glaub ich, viel zu nah bei uns, oder? Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall die Crafting-Box, die wir... Zumindest das, was ich in Domses Folge gesehen habe, sah ein bisschen anders aus. Na, ist auf jeden Fall hier der mysteriöse Crafting-Table. Ja, da bin ich ja vorher auch hingeflogen. Und dann bin ich aber noch ein Stückchen weiter. Ich sehe die Basis.
Aber machst du mal Toggle, machst du mal Toggle Down voll, bitte? /toggle down full. Digga, sind die da oben? Die sind nicht da oben, oder? Ach ja, wo sind die? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht und darf's dir nicht sagen. Nein. Okay. We'll never tell you. Ich schweb hier mal so ein bisschen rum. Ja, vielleicht laufen die auch erst dahin, weißt du? Keine Ahnung, Digga. Flieg mal so ein bisschen in die Richtung. Ich weiß es nicht. Also du siehst mich ja eh nicht, deswegen weißt du ja gar nicht, in welche Richtung keine ich jetzt Ahnung, fliege. Ja, ich weiß echt, ich sehe dich also komplett null. Habe ich die Dia-Rüstung mit? Ich habe die Pferderüstung nicht mit, sonst hätte ich jetzt mir ein Pferd holen können, ich Idiot. Boah, was machen wir denn mit? Ach nee, ich habe gar keinen Sattel. So, hier ist auf jeden Fall Sumpf. Okay, Boys. Jetzt wird's langsam ernst, Digga. Also ich sehe sie noch nicht. Keine Ahnung, wo die sind. Ich habe jetzt auch irgendwie keinen Bock, die zu suchen. Wo bist du? Ach, schön, dass du mir das spoilerst. Was? Ich habe doch nicht gespoilert, Digga. Ah, kennst du das, wenn dir so einer quer im Magen steckt? Kennst du das, wenn du die Gegner einfach nicht siehst? Das wird man jetzt wahrscheinlich... wird man nicht. Hört mich ein Schleicher. Ah, das ist ein Schleicher. Digga, wollen die mich verarschen? Mach schon unter der Plattform, Digga. Ich hab jetzt geguckt, glaube ich. Nee, da ist Glas unter. Ich hab gedacht, vielleicht stehen sie auf dem Glas. Alter, wenn die hier gleich irgendwie aus irgendeiner Ecke kommen oder so, ne? Und dann so. Surprise, motherfuckers! Ey, ganz ehrlich, ich find die nicht. Die sind nicht oben. Ja, keine Ahnung, ich sehe sie auch nicht. Und wenn, dann würde ich es dir nicht sagen. Das gleiche, zum Spawn kommen wieder so zwei Panzer vielleicht haben sie ja noch irgendwie ein Geschenk in die Kisten gepackt. So Surprise, Motherfucker, dann stehe ich auf eine Druckplatte. BOOM! Ja. Das wäre so der epischste Tod überhaupt, ey. Bin übrigens gerade wieder sichtbar geworden, habe ich gemerkt. Sah sehr geil aus. Wo? Ja, jetzt siehst du mich nicht mehr, ich habe schon wieder einen Trank getrunken. Meine Nase juckt. Ich bin direkt, also das heißt direkt, aber so ein bisschen, ja, das ist eigentlich direkt über dir. Okay, also sie meinen, also wir haben eben gesagt, damit wir uns nicht zu lange suchen, dass wir vielleicht... Dass sie sich am Spawn treffen. Aber das ist ein Wichser. Digga, ja. ich hab wohl paranoide Paranoids, ne, durch die Schäfchen. Ach, weißt du, was mir aufgefallen ist bei deinem Texturenpack? Was denn? Du musst unbedingt... die Bäume durchsichtig machen. Du kannst durch die Blätter nicht durchgucken. Mhm. Oh, ich sehe die Die sind direkt am Spawn und gucken Richtung Base. Ich bin hinter denen. Weiß, ich hab's dir schon kommen sehen, aber ich wollte nichts sagen. Aber gut, wenn du es jetzt selber gesehen hast. Ich bin hinter denen, oh mein Gott. Mach jetzt bloß nichts falsch, Digga. Ich muss einen töten, Goldapfel essen und den zweiten vernichten. Oh mein Herz, ja. Ich kann wieder nicht zielen, Alter. Ja, aber oh, weiß nicht, ey. Das wäre doch jetzt voll langweilig, wenn ihr schon wieder am Spawn kämpft oder hier an der Plattform. Aber wobei, es endet alles, wo es begonnen hat. Was, die rennen? Ach, die sind schon bei der Plattform? Mhm. Ey, es wäre schon geil, wenn du sie jetzt da töten würdest, weil im Prinzip würde es den Kreis schließen vom Battle, weißt du? Ja. Welchen Kreis? Ich guck dir mal so ein bisschen zu, ne? Ja, die sind wahrscheinlich in das Loch gegangen. Die denken, ich bin runtergegangen, oder? Wer weiß. Ich werde dir nicht sagen, wo sie hin sind. Ja, nee, das ist mir schon klar. Also wundert... Oh, Leute, hier. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich etwas leiser bin oder so. Aber... Man muss sich jetzt halt konzentrieren. Aber wo rennen die denn hin? Da hinten? Siehst du sie? Die sind zum Berg. Ja, ja, du musst halt bedenken, die gucken auch immer mal wieder nach hinten, ne? Ja, aber es wäre witzig, wenn die mich einfach nicht sehen würden. Ja, haben sie nicht. Oh ja, geil. Oh, jetzt gucken sie gerade nach hinten, Digga. Jetzt Domsig schreibt bestimmt gerade so, wo bist du? Ja, aber die haben da gerade ein Crafting Table hingesetzt. Ja, ich laufe den jetzt wieder hinterher. Oh, Alter. Nee, die laufen einfach weiter.
Hör das auf kann ich damit. Dir sagen. Das kann ich dir doch sagen. Ja, und wenn sie da hinten im Baum stehen würden? Ja, das wäre dann dein Problem, nicht meins. Nein, das hat er bestimmt gehört. Fuck. Hier liegen ein paar Sachen. Digga, fuck, die Mobs ficken mich gerade übel. Oh, fuck, 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 fuck. Nein, Creeper. Oh, oh mein Gott. Er hat das gehört. Er hat das gehört. Er hat das gehört, Digga. Scheiße, die Mobs ficken mich. Die Mobs ficken mich. Die Mobs ficken mich. Ja, der Creeper. Ist was, Digga, ist was. Ja, ich bin full, Digga. Da war auch eine Hexe, Digga. Hätte die Hexe mich getroffen, instant down. Boah, das ist so Digga, mies, Alter. Fuck, Mann. Das ist so mies, Bruder. Warum? Was ist denn jetzt mies? Weil du es alles siehst? Oder weil du mir nicht helfen kannst? Oder weil die was vorhaben? Das ist mies geil. Weil ich sehe, was sie machen. Nee, du nicht. Bist du eigentlich. Weil ich habe jetzt gerade voll die beobachtet. Ja, also das Ding ist halt, die Mobs haben mich gefickt. Ich konnte echt nichts machen. Ja, Rack, komm. Ja, ich bin full, aber ich muss halt nur einen mit der Baba. Mhm. Aber also das kann ich dir sagen. Also die sehen auf jeden Fall so aus, als würden sie nach dir suchen. Ja, das ist klar. Also so nach dem Motto, sie haben es gehört, denke ich mal. Da. Siehst du sie? Ja. Ja, sie müssen dich auch gesehen haben. Ja, die laufen weg. Was ist das? Wir sind zu zweit. Ich bin schon angeschlossen. Die wissen, jetzt hast du mich nicht mehr in deiner nervigen mich. Ja, jetzt hinderst du mich nicht mehr dran. Ja doch, schon, indem ich dich zutexte. Dominik? Nein, nicht die Panzerfaust, ist mir zu schade. Oh, fuck. Die haben Bogen? Okay, lol. Warte. Da steht doch auch reingemacht, ne? Ja. Ah, schon geil, so das von oben so zu sehen. Ich hab hier so viele Mobs hinter mir. Ne, ich sehe die Mobs gar nicht. Ich sag mal wieder den Dinger trinken. Dann werde ich wieder sichtbar. Ah. Ich könnte natürlich Goldapfel essen, Enderperle und alles zerficken. Könnte schon machen. Geil wäre es halt, wenn du einen OP-Goldapfel hättest. Das ja, war. Aber nein, das ist unfair. Doch, porte dich auf den Berg da drüben und schleich dich von hinten an. Mies, das wäre. Ich versuche jetzt irgendwie mal auch nach oben zu kommen, um vielleicht irgendwie einen gewissen Vorteil zu kriegen, weil wenn ich unten bin, dann können die halt immer in Deckung gehen und ich bin halt auf dem offenen Feld, weißt du? Das ist halt derbe Kacke. Ey, ohne Witz, ich wette mit dir um 10 Euro, hätte ich den, wäre der Creeper nicht in die Luft gegangen, dann hätten die mich nicht bemerkt. Ja, kann schon sein. Die sind jetzt schon in meine Richtung gelaufen oder sind die immer noch drüben? Ne, die sind da hinten. Ach, mir fällt gerade ein, die Folge kommt ja heute schon. Ja. Knapp, Alter! Nee, nicht wirklich. Also bei mir sah das so aus, als ob er genau über seinen Kopf geflogen ist. Mhm. Also zumindest von hier aus nicht. Das sah schon so aus, als wäre der extrem weit über ihn geflogen. Also ich kann nicht fighten. Ah, fuck, die chillen sich da drüben halt auf dem Berg, ne? Ja, versuch halt. Ich hab 4 Enderperlen. Macht jetzt hier einen Bogenkampf oder was? Also Dominik hat 2 Hits. Okay. Ja, er weiß, dass ich nicht schlecht bin mit dem Bogen. Aber ich kann nicht fighten, wenn so viele Mobs da sind. Weißt du, bei denen ist es so, die können sich gegenseitig hier gegen die Mobs wehren. Gibt's irgendeinen Command für so Clear Mobs? Alter, das ist ja auch noch ein Enderman hinter mir. Ja, ich weiß. So wie der Regen. Ja, aber jeder macht den Regen aus. Vor allem, ob es schon mal aufgefallen, dass sich jeder Minecraft-Spieler über den Regen beschwert. Ja. Der ist so laut. Oh. Fuck, Mann. 2 Creeper sind explodiert. Wie viel Leben hast du noch? 100. Also voll. Sorry, ich war gerade bei CSGO. 100. Wie viel HP hast du noch? Ja, wo bist du überhaupt hin, Alter? Ah. Wow! Digga! Nein! Ah! Den Apfel! Hab ich! Hab ich!
Enderperle! Enderperle! Nein, der Creep tötet mich! Oh nein! Oh, wo war der? Wo kam der her, Digga? Wo kam der her? Oh mein! Es sieht halt einfach gerade so unspektakulär aus, weil man die Mobs nicht sieht. Wie schnell sind die denn da rübergekommen, Mann? Schon relativ schnell. Ich wollte halt nichts sagen. Digga, ich hab meine Panzerfaust gedroppt. Aber die haben keine Muni dafür. Oh, mein Herz. Mein Herz. Oh, ich weiß, dass sie hinter mir sind. Was? Ich hab da gar nichts gesagt. Mit einer Partymusik. Oh. Oh, Alter. Hä? Lol. Achso, ich wollte gerade sagen, die Enderperle geht nicht an. Oh. Digga, ich hatte 2 Leben. Und ich musste auf ein halbes Herz warten, damit ich mein Leben wieder voll raggen kann, Digga. Mhm. Alter. Ich habe meine Panzerfaust nicht mehr aufgenommen. Ich habe 3 Ammo, aber keine Panzerfaust, Digga. Ja, scheiße, Mann. Das war eigentlich meine einzige Chance und der Goldapfel. Um das irgendwie mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Um halt diesen gewissen Vorteil zu haben. Alter. Ist nur wahr. Ja, das ist mein Plan. Na gut, dann verfolge ich jetzt halt die anderen beiden. Ist bei denen den Channel? Um zu spoilern? Ich hab rein gar nichts mehr. Also. Ja, Ammo wirst du ja noch haben. Ja, aber auf jeden Fall war es das mit der Bazooka. Also ich habe voll gegen das Ding vor mich geschossen. Okay. Alter, ich dachte, ich bin schneller oben als die drüben. Auf einmal stand da hinter mir. Pussy. Ja, alles klar. Wenn man gegen 2 Leute kämpft und dann wegrennt, ist natürlich total pussy, gell? Ja, fix. Ist klar. Ich habe sie verloren. Ich weiß nicht, wo sie sind, Digga. Ich überlege zur Base, um nur noch eine neue Panzerfaust zu craften, aber es würde zu lange dauern, Digga. Die Folge geht eh schon ewig lange. Das wäre total bescheuert. Ja, Mann. Alter. Ich hab gedacht, das war's, weißt du das? Ja, das dachte ich auch. Ich weiß nicht, wo die sind, die wissen nicht, wo ich bin. Wo bist du? Ja, ich bin ganz weit weg. Ich hab noch eine 2. Enderperle geworfen. Ja, schon. Aber in welche Richtung? Ich war hinter dem Berg und hab mich dann von da aus weiter weggeportet. Okay. Also Richtung Wald. Ich bin im Nadelwald. Digga. Okay. Oh. Oh. Aber ihr solltet euch eigentlich schon echt treffen. Ich hab die Piat-Ammo weggeworfen und hab die Piat jetzt. Nice. Boah. Schluck auf. Boah. Also ich bin jetzt bei der Lava. Bei dem Berg. Wo ich vorbeigelaufen bin. Okay, keine Ahnung, wo das ist. Guck mal, was die anderen beiden machen. Alter. Oh, Mama toggle da auf, bitte, danke. Nee, Doms hat vorher schon geschrieben. Gehört zum Spiel. Aber das ist gut für die Atmosphäre. Man sieht halt auch nichts, ich bin halt ganz oben auf dem Berg. Beim Berg. Ich weiß, dass sie ungefähr in die Richtung. Also sie waren ungefähr. Für Maxland Tum. Ah, da, der Berg. Okay. Ja. Da wo Lava aus seinem Arsch kommt. Ja, genau. Ja, da müsste ich dich jetzt eigentlich sehen. Ich hab mich so erschrocken, Alter. Als sie da waren, oder was? Mhm. Hä, wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich bin genau da, wo die Lava rauskommt, da bin ich, auf der Seite. Ich muss noch über den See und da oben stehe ich, auf dem Baum. Hä, ja, dann ist das aber ein anderer Berg. Bei Maxle und Tom, es gibt nur einen Berg, wo die Lava rauskommt. Ach so. Ja, dann warte, wo auf waren wir? Auf einmal, Alter, Domse hat. Hat Domse die eingesammelt? Liegt die da noch? Das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle. Da geh doch hin. Ja, ich gehe da jetzt auch hin. Okay, ich hab gerade voll die Orientierung verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade. Also da ist Latest Death. Oh,
Ah, da ist der Ton, da ist der Ton jetzt. Hab ich ihn. Hä? Und da, ja, und dann in die Richtung. Ja, in dem Turm war ich, aber ich hab dich nicht gesehen. Vielleicht suchen. Ich bin jetzt gleich wieder beim Turm. Sind. Ja? Achso, ja, ich will dich die ganze Zeit fragen, weil du halt mein Partner bist, ne, aber. Wo die sind? Ja. Ne, ich sag nichts. Ja, ich. Also, ich weiß es gerade selber nicht mehr, wo sie jetzt sind. Ja, also, ich weiß auf jeden Fall, dass sie mich zum Berg verfolgt haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie aber heute in die Richtung gegangen sind. Um mich dann zu suchen. Aber ich glaube, die Panzerfaust hat Dominik richtig erschrocken. Keine Ahnung. Sehen wir dann heute in der Folge, ne? Ja, oh, Alter. Schreibt mal so spaßeshalber Folgenende. Ich versuche wieder auf den Berg zu kommen und guck, ob meine Panzerfaust noch da am Getten ist, Alter. Jo, ich hoffe, die ist noch nicht gedespawnt oder Domsinnig hat sie noch nicht eingesammelt. Domsinnig, alles klar. War das nicht da? Ah doch, das war hier, ne? War denn das? Hier oben auf dem Berg. Da. Ja, aber der Schiff. Jetzt bin ich hier runtergegangen. Oh! Oh! Dicker. Da sind so eine Faxen mit mir. Und da drüben war das. Ich bin zweimal runtergefallen. Ich habe noch halbes Leben gerade. Und du solltest denen vielleicht mal antworten, oder? Ich habe doch gesagt, wo ich bin. Beim Berg. Hm. Ja. Hier ist die Bazooka reingeflogen. Ja, aber du bist ja jetzt nicht mehr beim Berg. Da! Hier liegt sie! Warte, ich guck mal. Ach, die haben sich rübergebaut, deswegen waren die so schnell hier. Okay. Ey, Alex, das Alex, Alex. Hm? Ich hab die Panzerfaust wieder. Ja, das ist gut. Ich weiß übrigens, wo sie sind. Jetzt auch nicht hinter mir. Nee. Ey, wenn die jetzt. Ja. Alter, der Schnee! Ich geh halt ein bisschen runter oder ins andere Biom rüber. Oh boy, oh boy. Dauert echt ewig. Ah! Hast du gesehen? Ja. Gut. Was? Und ich hab keine Pfeile mehr! Ich hab keine Pfeile mehr! Zigaretten! Oh, er hat. Ja! Enderbälle! Ich lad trotzdem nach! Nein! Woher haben die ganzen Diamanten? Ja, ich hab Domsen! Nein! Oh nein! Oh Mann! Er hatte noch Ammo! Ich dachte, weil er mit dem Schwert auf mich draufgegangen ist, hat er keinen Ammo mehr. Oh nein! Oh! Ich dachte, ich bin safe. Ich hab mich. Soll ich jetzt auch Spaß fix killen? Er hatte Ammo. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte. Ich zieh mir jetzt ein Dia-Schwert und kill ihn. Mach doch, ist doch egal. Ja, keine Ahnung, was die jetzt noch vorhaben. Digga! Läuft jetzt noch hier rum. Das fuckt mich so ab, dass der noch Ammo hatte. Ich dachte, der hat keine mehr. Der hat nicht mehr geschossen, der ist mit dem Knife raufgegangen. Egal, da hat Domse noch geholt, das ist okay. Das heißt, Domse ist zweiter Platz. Dritter. Von den Toten her. Soll ich ihn jetzt noch killen? Jo, ich würde dann mal sagen, das war's für die Folge. Ja, warte doch, lass doch noch warten, bis der uns moved oder so. Ja. Ich kann ja nichts schreiben. Ja, ich schreibe. Also sonst sage ich schon mal, das war's für die Folge. Ich habe Domse geholt. Die Rache an Topra war real. Bist du real? Ich würde ihn jetzt so gern töten, Alter, einfach. Mal gucken, ob er es sieht. Das fliegende Dia-Schwert. Ja gut, für mich ist es war's das jetzt, Leute. Danke fürs Zuschauen. Und für alle, die bis zum Ende dran geblieben sind, alle, die irgendwie nur das Battle verfolgen wollten, deabonniert mich bitte. Ich möchte keine irgendwie toten Abonnenten haben oder so. Die meisten werden jetzt eh nicht mehr zugucken. Aber für Leute, die wirklich nur das Battle verfolgt haben, ihr könnt mich deabonnieren. Zum nächsten Battle könnt ihr mich wieder abonnieren. Aber wenn ihr mich wirklich so nicht schaut, dann war's das halt, ne? Also, bis dann. Ciao.